Wir sind auf dem Kopf. Wir sind auf dem Kopf. Hallo Leute, willkommen zu meinem dritten Video von Rothenburg. Ihr wisst, endete das letzte Video vor einem Turm. Das Geheimnis möchte ich natürlich jetzt auflösen. Und wie ihr wisst, ist natürlich jetzt sehr viel Material dort zustande gekommen. Und ich möchte meine Videos dann natürlich nicht länger machen wie 10 Minuten. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt zu diesem Video viel Spaß. Der Strafturm. Strafturm für leichtere Vergehen. Klingentorturm diente bis 19. Jahrhundert als Wasserturm. Das hier ist das Außengebäude von der St. Wolfgangs Bergkirche mit Geschützkasematten. Ja, gleich in der Mauer mit eingebaut. Kann ja nichts passieren. Okay, und hier am Klingentor und an der St. Wolfgang Bergkirche gehe ich wieder hoch zur Stadtmauer. Das ist übrigens der Holperboden. Deshalb hört sich das auch so lustig an auf meinem Video. Als wenn ich ständig stolpern würde. Aber so sieht das jetzt hier aus. Stadtmauer, die ist so lang. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. So angelangt bin ich jetzt am Röderturm. Gebaut im 13. Jahrhundert. Ups, war schief. Hier kann man hochgehen für 2 Euro. Ok.
Kinder bezahlen 1 Euro. Da ich ja ein bisschen minder bemittelt bin, kann ich ja eigentlich ausprobieren, als Kind durchzugehen. Ja, 35 Meter ist dieser Turm hier hoch. Bin jetzt hier 2 Stockwerke hochgegangen und ich habe einiges vor mir. Ja, das ist jetzt der Ausblick vom Röderturm. Wir sind jetzt hier in 35 Meter Höhe. Ja, das war jetzt der Röderturm. Oben stand jetzt, dass er eine tatsächliche Höhe von 28 Metern hat. Also muss ich an dieser Stelle diese 35 Meter korrigieren. Ja, und weiter geht's hier an der Mauer. Hier diese ganzen Namen haben alle zum Erhalt der Mauer beigetragen und sind hier mit Steinen und Namen. Ups. Verewigt worden. Ja, und hier bin ich jetzt mal wieder an dem Bereich, wo ich gestartet bin. Wann das jetzt? Ja, und hier bin ich wieder am Spitaltorturm, wo ich praktisch die Expedition Rotenburger Mauer begonnen habe. Und ja, hier ist es. Bin jetzt ungefähr um 10 Uhr bin ich gestartet und jetzt habe 2:30 ungefähr. Ja, mal eben die Stadtmauer rumgehen ist nicht. Man braucht schon einiges an Zeit, wenn man auch wirklich alles sehen möchte, sowieso. Hier ist ziemlich viel Geschichte verborgen, was auch sehr interessant ist. Und das alles halt in ein Video zu verpacken, das war jetzt nur die Mauer, würde locker einen Film darstellen, der mindestens 1 Stunde dauern würde. Ich würde einfach sagen, besucht mal selber Rotenburg an der Tauber. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch mein Video oder meine Zusammenstellung gefallen hat. Dann setzt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns auf meinem YouTube-Kanal demnächst wieder.